Ich habe mir, jetzt könnt ihr mich hören. Gut, ich habe, also letzte Woche hat ja Kai über die Jahreslosung gepredigt, du bist ein Gott, der mich sieht, 1. Mose 16, Vers 13. Und ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Vers und nochmal kurz zurück, die Geschichte, Sarai kann nicht schwanger werden, sie gibt Abraham ihre Magd Hagar zur Frau. Hagar wird schwanger und verachtet ihre Herrin Sarai. Sarai behandelt Hagar nun schlecht und Hagar läuft weg in die Wüste. So, ja, was kann das jetzt für mich bedeuten? Wenn wir statt Sarai das Wort Leben verwenden und wir uns selbst an Hagars Stelle versetzen, lesen wir Folgendes: Das Leben behandelt uns schlecht und wir laufen weg. Womit behandelt uns das Leben schlecht? Zum Beispiel mit Krankheit, Arbeitslosigkeit, Problemen am Arbeitsplatz, mit finanziellen Sorgen, Beziehungsproblemen, Familienstreitigkeiten, Zukunftsangst, Erschöpfung oder Überforderung, Mobbing oder schlecht behandelt werden von anderen Menschen, Traumata. Also die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Das ist die Frage, was jetzt gerade das ist, wo das Leben uns schlecht behandelt. Das kann jeder für sich selber rausfinden. Und dann die Frage, wohin laufen wir weg? In welche Wüste? Wie sieht unsere Wüste aus? Alkohol, Drogen, Pornografie, Ablenkung durch Fernsehen oder Computerspiele, exzessives Essen oder das Gegenteil davon, übertriebener Sport, Rückzug in uns selbst und Errichten von Mauern um uns herum. Gleichgültigkeit, Desinteresse. So, ich hoffe natürlich für alle, dass sich niemand gerade in so einer Wüste befindet, aber diese Wüste kann auch ganz anders aussehen. Es gibt da ganz viele verschiedene Dinge, die uns dann von dem Blick auf das Problem ablenken können oder uns das einfach ein bisschen leichter machen sollen oder wollen. Aber trotzdem ist es eben etwas anderes, was dann unser Leben füllt. Die Probleme nicht mehr vielleicht, aber dann diese Zeit in der Wüste, diese Wüste, das, was uns dann gerade beschäftigt. So, kurz zurück zu Sarai und Hagar. Es wurden drei Fehler gemacht. Der Fehler 1: Sarai nahm die Dinge selbst in die Hand und gab Abraham ihre Sklavin zur Frau. Also kein Gottvertrauen, weil Gott hat ja zugesagt, dass Abraham und Sarai Kinder bekommen werden und große Völker aus ihnen hervorgehen werden. Fehler 2: Abraham machte mit bei der Sache. Und als das schief ging, hielt er sich raus. Fehler 3: Hagar floh vor den Problemen. Heißt das jetzt, dass wir für unsere Probleme selbst verantwortlich sind? Nein, meistens nicht. Viele der beschriebenen Dinge, also Probleme, können wir nicht beeinflussen. Sie passieren eben. Das ist das Leben. Nun möchte ich mich auf die Aussage konzentrieren, ein Gott, der mich sieht. Denn das ist mir jetzt ganz wichtig. Stelle dir jetzt bitte folgende Frage: Was macht dieser Vers mit mir, mit dir? Welche Gedanken und Emotionen löst er aus? Ein Gott, der mich sieht. Hier ist der Fokus auf Gott. Gott, Herrscher, König, Majestät, allmächtig. Mich erfüllt Ehrfurcht. Gott ist mir begegnet. Er hat mich in meiner Wüste gefunden. Er weiß, wovor ich davongelaufen bin. Er will mich aus dieser Wüste herausführen. Ein Gott, der mich sieht. Mich. Mich, Anita, da kannst du jetzt deinen eigenen Namen einsetzen, wenn du möchtest. Einen Menschen unter Milliarden anderen, nicht wirklich etwas Besonderes. Doch er, Gott, kennt meinen Namen, mein Geburtsdatum und meine Schuhgröße. Und er weiß auch, ob ich mir die Haare färbe oder nicht. Er kennt meine Vorlieben und Abneigungen. Sprich, er weiß genau, wie ich ticke. Er weiß, wer ich bin. Für ihn bin ich etwas Besonderes. Und daher weiß er auch, wie er mich aus der Wüste herausholen kann. Ein Gott, der mich sieht. Was sieht er? Er sieht mich in der Wüste, wie auch immer diese geschaffen ist. Er sieht genau hin und er guckt nicht weg.
Er wendet sich mir zu und sieht mich an. Wie sieht er mich an? Mit Mitgefühl. Er versteht mich und möchte mir helfen. Mit Erbarmen. Er verurteilt mich nicht, sondern vergibt mir. Mit Liebe. Er liebt bedingungslos. Er liebt mich bedingungslos. Das hat er mir bewiesen, indem er seinen Sohn für mich hingab. Und für dich auch. Wie sieht er mich? Er sieht mich reingewaschen durch das Blut Jesu. Er sieht nicht mein altes Selbst. Er kennt es, ja. Meine Vergangenheit kennt er, natürlich. Er hat ja von Anfang an sein Auge auf mich gehabt. Aber er sieht nicht mein altes Selbst, sondern eine neue Schöpfung. Er sieht ein Königskind. Er sieht mich. Er sieht dich, Königskinder. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wie holt er mich nun raus aus der Wüste? Er breitet seine Arme aus und sagt, komm her zu mir. Ich zeige dir den Weg heraus aus der Ödnis. Nur gehen musst du selbst. Vertrau mir. Also rappel ich mich auf und marschiere los. Ich weiß, dass er jeden Schritt mit mir geht. Ich bin nicht alleine unterwegs. Manchmal geht es nur schwer voran. Ich stolpere über Steine und der Gegenwind treibt mir Sand in die Augen. Dann legt er seinen Arm um mich und hilft mir weiter. Es betet jemand für mich und legt mir die Hände auf, wenn ich selbst nicht beten kann. Ich bekomme einen ermutigenden Zuspruch, wenn ich kurz vor dem Aufgeben bin. Ich werde durch ein Lied angerührt, das mich noch lange Zeit begleitet. Ein tiefer Friede breitet sich in mir aus und gibt mir Gewissheit, dass ich sicher ans Ziel komme. Jemand schenkt mir ein Lächeln, das mich aufmuntert. Ich sehe einen wunderschönen Morgenhimmel und kann mich daran freuen. Oder jemand bringt mir ganz praktisch eine Schüssel mit Coleslaw und stellt sie mir vor die Haustür, gerade in einem Moment, wo ich schlecht organisiert bin und gar nicht weiß, was ich am nächsten Tag essen sollte. Dies sind kleine Atempausen auf dem Weg heraus aus der Wüste. Wie Oasen bringen sie mir Erfrischung und geben mir neue Kraft, um weiterzugehen. Er weiß, was ich wann am nötigsten brauche. Denn er ist ein Gott, der mich sieht. Und er ist ein Gott, der dich sieht.